Hey Leute, hier ist der Phönix und es ist wieder Zeit für Dark Souls 3. Ja, ich habe euch etwas zu zeigen. Ich habe nämlich einige Sachen verpasst, wie es scheint. Beziehungsweise zwei. von dem Leuchtfeuer hier aus zur Kathedrale des Abgrunds konnte man hier links runter. Und dort fand man eine neue Asche. Und die zeige ich euch doch jetzt mal. Oh, wir haben wieder einen neuen Untotensplitter. Wo haben wir die Asche denn? Die Asche, Asche, Asche. Asche eines Paladins. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Schattenasche von einem ermatteten Paladin, der die Kathedrale des Abgrunds suchte. Ermöglicht Erwerb, bla bla bla. Dieser Paladin bezahlte einen hohen Preis für seine eigenwillige Gerechtigkeit. Ja, klingt ja ganz gut, die Asche. Gucken wir mal, was es da für zu holen gibt bei der Händlerin. Und ich habe mir zwei Level gegönnt. Und ihr seht vielleicht, ich habe das gerade Ühlschwert jetzt endgültig ausgerüstet. Das habe ich jetzt auf Stufe 2 und den Rapier des Kristallweisen auf Stufe 1. Das werden dann so meine zwei Waffen und die Pyromantieflamme. Ich meine, das hatte ich allerdings noch auf Video aufgenommen, dass ich die ausgerüstet habe. Beziehungsweise auch verbessert. Gut. Dann gab es hier noch einen Gegenstand zu holen. Hier oben. Hier musste man runterspringen. Den ganzen Weg hier langlaufen. Die Feuerkugel ist übrigens sehr gut als Pyromantie. Also, die macht ziemlich interessanten Schaden. So. Hier gab es dann noch einen Gegenstand. Und das ist der Schild, den ich gerade ausgerüstet habe. Falls es einigen schon aufgefallen ist, es ist ein neuer Schild. Den finde ich viel schöner auch. Und den lese ich doch jetzt mal vor. Ein Ritterschild mit eingravierten Wappen. Einer der verzauberten blauen Schilde der Wappen... Punkt. Der Wappenschild reduziert Dunkelschaden beträchtlich. Und es ist ein Parierschild. Ja. Hat 100% physischen Block und ich meine 82 oder 87 sogar Finsternisblock. Gut, dann machen wir mal weiter. Wie kommen wir hier nochmal weg? Ah ja, genau. Okay, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein bisschen PvP im Wald betrieben. Also mit dem gebrochenen roten Augapfel invasiert. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich komme ja nur zu Leuten, die... Partner dabei haben und das war ziemlich blöd. Ich habe dann ja ein paar Mal geschafft, die Partner zu töten, aber nicht den Hauptwirt. Und für das Töten des Partners, also des anderen Spielers, der in der anderen Welt ist, gibt es keine Seelen. Das fand ich dann etwas blöde, denn wenn man schon 1 gegen 2 macht und dann trotzdem noch schafft, einen zu besiegen, dann sollte man doch ein bisschen belohnt werden, zumindest, finde ich. Ja, und dann habe ich das mal gegoogelt und scheinbar sollen die es so gemacht haben, dass man nur noch invasiert werden kann, wenn man einen Partner bei sich hat und auch nur noch, wenn man invasiert, dahin kommt, wo zwei Spieler unterwegs sind, mindestens. Das finde ich ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Das hätten sie nicht machen sollen. Ich hoffe, die patchen das noch anders. Gut, ihr seht hier, ich habe gerade hier die Tür offen, denn ich habe schon ein bisschen weiter gemacht. Ja... Ich habe es nicht auf Kamera, denn es war einfach stures Durchlaufen. Ich bin, ihr habt es gesehen, beim vorletzten Part, diese riesige blaue Tür, vor der bin ich gestorben. Und es sind so viele Gegner auf dem Weg dahin, dass ich einfach nur durchgelaufen bin und Tür geöffnet und schnell zum Leuchtfeuer bzw. den Shortcut geöffnet. Und ja, das war's dann. Ich zeige euch den Weg trotzdem noch. Jetzt zeige ich ihn euch nur andersrum. Also von hinten nach vorne. Also hier die Tür. Dann ging es hier durch und dann konnte man einen Aufzug freischalten. Den hier. Ja. Und wir waren ziemlich nah dran sogar beim vorletzten Mal. Gut, vom Aufzug aus ging es dann, meine ich, hier rein. Ja, hier waren die zwei Priester, die uns dann noch attackiert haben. Zack, zack, zack. Der andere auch noch. Gut. Oh, hier sind drei Priester drin. Okay. Ja gut, die sind langsam. Bam, wie das Blut splattert. So. Dann ging es hier durch. Hier rein sind wir gekommen, den ganzen langen Gang. Und, da ist wieder das Glibberzeug. Ne? Ah, Moment. Ich meine, Feuer war sehr effektiv auf die. Yes. Ja, ihr seht, vom Mana-Verbrauch her, ist es eigentlich in Ordnung von der Pyromantie her. Ich hatte mir noch eine andere Pyromantie gekauft, die hieß Feuerflut. Die kann ich euch gleich auch mal demonstrieren. Aber die war, milde gesagt, kacke.
Die hat sehr viel Mana verbraucht und dafür eigentlich noch relativ wenig Schaden angerichtet. So, und hier seht ihr es. Hier ist die blaue Tür. Ja, verdammt. Ich wollte noch stoppen. Aber ging nicht. Na gut. Ja. Durch diese Tür haben wir uns den Portal nicht eröffnet. Oh oh. Wow. Das war knapp. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon. An Neuigkeiten. So, da war noch ein Assassine. Den wollen wir jetzt nicht auf uns locken. Also, beziehungsweise Assassine. Mit zwei großen Macheten eben. Links von uns ist auch noch ein Gegner. Da kommt er nicht hin. Sau. Oh, Leute. Erstmal ein Schlücke für den Sibbeln. Stark. Jetzt geht's euch an den Kragen hier. Komm her. Ah nein, das ist ja jetzt ein Parierschild. Wir hatten ja vorher die Haltung da drauf. Nein, das war nicht gut. Ja, ich muss sagen, die Haltungsschilder habe ich eigentlich lieber. Denn das mit der Haltung, das ist eine wahnsinnig coole Neuerung, die da eingebaut haben. Gut, dann gucken wir doch mal weiter. Da unten war der Riese. So, hier lang. Ich habe die Mikroempfindlichkeit auch mal ein bisschen höher gestellt, damit man meine Stimme besser verstehen kann. Das war in den letzten Parts doch nicht so schön, muss ich sagen. Leider. Ist mir zu einem gewissen Punkt gar nicht aufgefallen. Den Aufzug schicken wir nochmal runter, falls wir nochmal neu starten müssen. Ja. So, nach unten oder da durch? Oh. Oh oh. Nein, ich glaube hier durch besser nicht. Nein! Nein, das tun wir nicht. Ich denke mal, wir müssen den Riesen zuerst ausschalten. Alles klar. Ach genau, und ich habe noch zwei neue Schwerter, die ich noch gar nicht vorgestellt hatte. Das war. Großschwert des Scharfrichters kann ich leider noch nicht benutzen. Aber ich zeig's trotzdem mal. Moment, gehen wir ein bisschen offener hin. Wo ist es? Ui, ich hab's doch gerade ausgerüstet. Ich hab's auf den Schildslot gelegt, ne? Hier. Zack. Das ist es. Ja, ist nicht gerade ein schönes Schwert, finde ich. So ein Rechteck-Klotz. Es absorbiert FP von Gegnern. Das ist ein schöner Effekt. Und es ist halt ein Großschwert. Und ja. Warte, wie ist die Haltung? Stampfen. Und genau. Und dann der schwere Angriff. Das war die Spezialattacke. So, dann hatte ich noch das Astora-Großschwert bekommen. Das ist schön. Das gefällt mir schon besser. Ja, ziemlich lang das Ding. Und es ist ein Ultra-Großschwert. Ja. Yeah. Was hast du für einen Aufladangriff? Ah, okay, das war der FP-Angriff. Einfach nach vorne stürmen mit dem Schwert. Na gut. Das waren die beiden auch schon wieder. Dann rüste ich nochmal das Übelschwert aus und dann lese ich es gerade vor. Ein Großschwert eines liederlichen Scharfrichters, das für das Enthaupten verwendet wurde. Es ist noch von den Erinnerungen der einzigen Pflicht vererfüllt und er absorbiert FP besiegter Gegner. Voila. Zungenwirber. Fertigkeit Stampfen hatten wir ja gerade benutzt. Und Astora Großschwert. Dieses nur Elite-Rittern überreichte Großschwert ist ein Relikt aus dem verheerten Land Astora. Es ist hart und scharf, aber nicht zu schwer und wurde speziell für Stoßangriffe ausgelegt. Ja. So, das werden die Gegenstände auch wieder. Ach, und noch was anderes. Die Rüstung, die wir gefunden hatten. Die hatte ich auch noch nicht vorgestellt. Rüstung des gefallenen Ritters. Und Leute, ich habe die mal angelegt und die sieht ziemlich gut aus, finde ich. Also mir gefällt die super. Ich glaube, die lassen wir jetzt auch an. Sind wir zu schwer? Ja, habe ich mir fast gedacht. Na gut. Machen wir die Ritterstulpen gegen was anderes. Sind die von Stulpen des gefallenen Ritters? Ja, die sind leichter. Perfekt, und damit kommen wir auf unser Limit. Die Hose, ja, die habe ich bereits an. Und den Helm lassen wir hiervon an, glaube ich. Helm des gefallenen Ritters, wie sieht der aus? Oh, das ist cool.
Oh, das ist echt cool, das gefällt mir. Dann haben wir das komplette Set an, ne? Aber Leute, ich will ein bisschen einzigartig sein, sage ich jetzt mal. Und deswegen werde ich den Lothric-Ritterhelm dazu anziehen. Der gefällt mir nämlich auch ziemlich gut und das hat wieder was Neues von Rüstung her. Wenn die, ich will nicht gleich aussehen wie die anderen Leute, die mit der Rüstung des gefallenen Ritters rumlaufen. Deswegen. Die Rüstung in Ungnade gefallener Ritter, die ihren Orden auflösten und flohen, aber dennoch ihr vorzeitiges Ende fanden. Der trostlose, zerfetzte Stoff verbirgt hartes, schwarzes Metall, das zuverlässigen Schutz vor Feuer bietet. Die erhabenen Goldgravur kann man nur noch mit Mühe erkennen. Die erhabene Goldgravur. Mensch, Mensch, Pfirsich. Phönix. Pfirsich, ja, ich bin ein Pfirsich. Die Stulpen in Ungnade gefallener Ritter, die ihren Orden, bla bla bla. Ja, da steht das Gleiche. Die Hose eines Ordens gefallener Ritter, verborgen unter Lederstiefeln und zerfransten Kleidungen, gehalten durch Seil und Bandagen, ist diese Hose feucht und für immer besudelt mit der Qual der Flucht. Okay, klingt nicht so lecker. Der Helm in Ungnade, bla bla bla. Ja, und da steht wieder auch wieder das Gleiche. Also gut, dann ist das jetzt unser neues Rüstungsset. Das gefällt mir. So, dann können wir weitermachen. Und wir heilen nochmal gerade unsere FP, die wir verbraucht haben durch das Demonstrieren der Waffen. Gut. Ich finde, die hätten den Schneeeffekt von dem Schwert ein bisschen, oh nein, weniger stark machen können. Und Auswahl. Yes. Ich mag dich nicht. Oh, man kann sie backstabben. Okay, das wusste ich noch nicht. Zack. Selber Bastards Curse. Nee, Leute, ich rüste den anderen Schild wieder aus, den mit der Haltung. Die Haltung gefällt mir viel besser als das Parieren. Welcher war das? Silberadler Langspitzenschild, genau. So. Abgründiger Edelstein, okay. Ach stimmt, wir sind ja in der Kathedrale des Abgrunds jetzt, ne? Ich hoffe immer noch auf Artorias. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Okay. Abgründiger Edelstein, wo ist er? Das war ein blauer. Oh, das ist nicht hier. Da. Durch Wirken, um abgründige Waffe herzustellen. Die sind neu. Gefunden in den Tiefen der Kathedrale des Abgrunds. Genutzt zum Durchwirken, um abgründige Waffen herzustellen. Abgründige Waffen verursachen Dunkelschaden, verlieren aber skalierende Effekte. Es existiert eine Finsternis jenseits dessen, was Menschen sich erträumen können. Okay. Ja, dann ist das das Kontra zum gesegneten Edelstein. Ne? Na gut. Aber Leute, wir brauchen dringend was zum Umskillen. Langsam Zeit. Ich habe mich total verskillt. Naja, egal. Egal, egal, egal. Ah, oh, ekelhaft. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hör auf mich zu schmampfen. Diese. Aua. Sau. Brennen sollst du. Verdammt. Wieder zu unaufmerksam. Hast du was fallen lassen? In Dark Souls 1 haben die sehr gerne Titanit-Sachen fallen gelassen. Okay, dann müssen wir anscheinend hier durch. Ich will aber nicht. Ach so, okay. Blocken bringt nichts bei ihm. Auch schön. Dann schaffen wir noch nicht. Leute. Okay, er hat gerade angegriffen, dann nutzen wir die Zeit zum Durchrennen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein... Aua. Heilen, heilen, heilen. Oh mein Gott, laufen, laufen, laufen. Was? Wie soll ich denn? Ja, die Gegenstände sind wahrscheinlich nicht zum Jetzt holen geeignet. Ich muss hier weg. Oh, da ist es. Oh, wir haben es geschafft. Und kein Estus mehr. Ja, das wird lustig. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Ich hab gedacht, der wäre schon da oben verbrutzelt. Aber gut, ich muss einen Cut setzen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Gott verdammt. Wie soll man dem Riesen denn ausweichen? Der hat viel zu breitflächige Angriffe. Gut, dass ich den Aufzug wieder hochgeschickt habe. Oder runter. Mehr als auf das. Ah, da der. Gut, hier lang war es, ne?
beim Riesen vorbei. Er schläft noch. Oh mein Gott, er schläft noch. Lauf, 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 lauf. Nein, du bist nicht. Du bist nicht. I don't wanna die, I don't wanna die. No, I don't wanna die. So you're gonna have to. Das ging jetzt einfach. Ekelhaft. Okay, links oder rechts? Machen wir mal rechts. Oh, das ist eine Truhe. Das ist eine. Oh, und dann geht's weiter. Boah, ist aber ein schönes Gebiet. Ist so eine Mimik. Ah, es ist eine Mimik. Es ist tatsächlich eine Mimik. Geh weg. Oh mein Gott, seit wann kann die lau? Ach du Heiliger, macht dir einen Schaden. Es war eine gottverfluchte Mimik. Und die halten verdammt viel aus. Oh Gott, verdammte Bänke. Nicht kratzen. Komm schon. Nein, er wird fast tot. Oh, komm schon, noch ein Dieb. Ach, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Du Dreckiges. Ja, ja, versteck dich wieder, du Sau. Oh, Leute. Breiten die viel aus? Toll. Verdammte Mimics. Never trust a chest. Dann gibt's ein T-Shirt, ne? Oder ein Pulli. Ach, Mann. Dieses Spiel. Egal, diesmal ist die Mimik tot. Mein Gott, nochmal. Ja, hallo Riese. Guten Morgen. Auch schon da? Lauf, 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 lauf. Diesmal erwischt uns. Lauf, 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 oder auch nicht. Lauf, lauf, lauf. So. So, Mimik. Jetzt gibt's, jetzt ist aber Zappenbooster hier. Jetzt gibt's Ärger. So, erstmal Battle Field hier machen, ne? Kampfplatz. Zack. Nicht, dass wir nachher irgendwo anecken. Und. Fick dich! Ich hab's nicht ausgesprochen, ich darf das sagen. Ah, oh, verdammte Mimik! Nein! Nicht grapschen! Hör auf! Ich bin kein Fußball. Was macht es? Ah, er spielt Fußball. Nein! Hui! Jetzt! Yes! Das war's mit dir, du doofe Mimik! Gegenstand. Foliant des Abgrunds. Ah, finstere Zaubereien erlernen, oder wie? Nee, finstere Wunder waren's. Sö. Lesen wir uns hier mal gerade durch. Foliant des Abgrunds. Da. Wunder des Abgrunds lernen. Ein göttlicher Foliant des Abgrunds, geschrieben in Blindenschrift. Er gehört den Diakonen der Kathedrale. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder des Abgrunds zu lernen. Der Foliant soll den Diakonen des Abgrunds den göttlichen Schutz lehren. Später wurde er jedoch um finstere Geschichten ergänzt, sodass er nun als ketzerisches Werk gilt. Ja, das ist doch nett, oder? Verdammte Mimik. Goddamned Mimik. Okay, wo sind wir jetzt? Was klopft hier? Gegen den Heizkessel. Irgendetwas Böses. Ich höre Schritte tappeln. Wo sollen wir denn zuerst lang? Gehen wir erst die Leiter hoch. Immer Stück für Stück erkunden. Vorher hat der Mimik ja nicht gerade viel ausgemacht, ne? Oh. Oh. Ah. Nein! Und nicht! Ja. Ach, mein Gott. Jetzt wollte ich gerade auslachen, du Sau. Mann, was hat die denn für Kombos? Wo ist der? Hallo, Kamera, lass mich. Oh oh. Komm schon. Was soll der Mist?
Ich habe ganz vergessen, dass wir da immer eine Leiter hoch sind. Boah. Heute stelle ich mich wieder besonders dumm an, ne? Mein Gott. Mein Gott. Der kann dir auch nicht helfen. Ich will doch nur spielen. Boah, Laser-Effekt auf dem Schwert. Egal, diesmal klappt's. Diesmal wird's ohne Probleme laufen hier. Ja, komm. Jetzt bring ich hoch, komm. Sau. So wie den Riesen töten. Kann man das? Jetzt schon. Also hier oben. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den später da unten töten sollen. So. Nein, 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 nein. Okay, hier lang. Und da die Leiter hoch. Mein Gott. Dumme Olle Zibbe. Komm hoch. Hey. Komm her, du Schabracke. Jetzt hast du mir sauer gemacht, du Sau. Autsch. Oh, was? Wie denn? Ich war in der Rolle. Und hab gleichzeitig noch die Schildtaste gehalten, du Sau. Boah, ich hasse diese Miststücke, ne? Ja, ich hab's gesagt. Miststücke. Gott. Nee. Nee. Dummes, hässliches, huttragendes, Stachelkeulen-Drecksvieh. Steck dir die Stachelkeule gleich dahin, wo du sie nicht haben willst. Ah. Ah, jetzt ist Schluss. Jetzt bin ich sauer. Halt die Klappe. Oh, das ging. Ich hätte es nicht tun sollen, ne? Ich hätte es einfach nicht. Ah. Oh nein. Was soll ich denn tun? Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Was ist denn los mit mir? Mein Gott. Normalerweise dürfte das kein Problem für mich darstellen, aber nee. Heute scheint nicht mein Tag zu sein. Na komm. Zwar nicht den Riesen angreifen. Alles gut, Riese. Ich bin ein friedlicher Dude. Ich mag es nur nicht, wenn man seine Hand angreift, ne? Nein, nein. Ich komme wieder, du olle Troller. Na komm. Bisschen schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Der Part ist gleich wieder vorbei und ich will noch ein bisschen was erreicht haben. Ja, das kann ich, glaube ich, knicken. Ja. Wie denn? Ich bin... Oh, leck mich, du... Oh. In der Ecke ist Feige. Lass mich doch aus der Ecke raus, du dumme Sau. Was kann ich dafür, wenn du mit deinem Fettarsch alles da versperrst oder dich links und rechts nicht mehr vorbeikommen, mein Gott. Boah. Wir sehen uns gleich bei der Trulle. So. Ich habe es mir mal erlaubt, den Gegenstand, der dann noch am Rand beim Riesen lag, mit einzusammeln. Das waren 8 Explosivbolzen. Ah. Boah, die regt mich auf, ne? Unglaublich. Hör auf. Sag mal, wann triffst du eigentlich? Einfach random, ne? Du kannst auch machen, was du willst bei der. Jetzt kommst du wieder angetrafft. Guck mal. Ich hasse sie. Ja, hier. Siehst du richtig?
Wurde besiegt, ne? Sau. Hasse dich. Dumme Olle Trolle. So, jetzt können wir wieder friedlich sein. Blut erhalten, schön. Benutzen wir die doch mal. Nein, wir haben sie nicht in der Schnellbahn. Alles klar. Machen wir den doch raus. Und machen die Glut rein. Und alles ist wieder gut. Benutzen die Glut. Haben wir Leben. Ist doch schön, oder? Ist die ganze Welt wieder kunterbunt. Und so. Nein, Scheiß. Oh. Oh, hey, Dude. Hey, Moment mal. Moment mal. Hier ist Feuerball. Oh, das macht nicht viel Schaden. Moment. Scheint Feuerresistenz zu sein. Zu haben. Wie viel macht der Bogen? Guckt euch den Kopf an. Undefinierbaren Schaden. Alles klar. Naja, hätte ich ja klappen können, ne? So, wofür sind wir jetzt? Ja. Hier hoch. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich hab dich gesehen, du Sau. Oh, was? Hält er sich trotzdem noch? Ist hier noch einer? Ah. So, tschüss. Schweinepriester. Oh. Ja, klar. Hab ich mir doch gedacht. Gut. Oh, tschüss. Rat suchen. Ein neues Wunder. Lesen wir auch noch gleich vor. Was? Achso. Geht's hier noch weiter? Nee. Dann ging's bei der Mimik weiter, ne? Den Gang nach unten. Wo ist es? Wo ist es? Der. Stimmt, wir haben die Zauber auch nicht vorgelesen, ne? Machen wir mal, bevor wir es vergessen. Seelenfall rüstet einen Zauber, einen Stab aus und bla bla bla. Großer Seelen. Was? Oh. Diese Welt. So, das heißt, ich soll sie nicht vorlesen. Wenn ich sie nicht vorlesen soll, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich es nicht. Oder ihr skippt. Viele Zauber verursachen Magieschaden und sind wirkungsvoll gegen Eisenrüstung, harte Schuppen und andere physisch robuste Materialien. Zauber sind eine Disziplin der Logik. Ihre Stärke hängt von der Intelligenz des Wirkers ab. Pharons Stachel. Wohlbekannt unter den Zaubereien Pharons wird dies überall gelehrt aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit. Feuert einen Seelenwurfpfeil ab. Variation eines, Zauberwaffe. Die Macht der magischen Schwertkämpfer von Winhelm gründet neben dem Zauberschild auch auf diesem Zauber. Für viele Krieger ist er der Grund, die Zauberei zu lernen. Ja, das war auch bei mir der Fall. Gespenst. Von einem auf Diskretion beachteten Zauberer der Drachenschule von Winhelm entwickelter Zauber. Den haben wir aber, glaube ich, schon vorgelesen. Allein durch die Beherrschung dieses Zaubers können die Spione von Winhelm einen äußerst stattlichen Sold für ihre Dienste verlangen. Feuerball. Bediene dich der Pyromantie, indem du eine Pyromantie... Ja. Feuerkugel. Die flammende Kugel explodiert beim Aufprall und verursacht im Wirkungsbereich Feuerschaden. Ja, ist nicht gerade ein großer Wirkungsbereich. Es heißt, dass ein Pyromant, der diesen Zauber gelernt hat, ein tieferes Verständnis für das Feuer besäße und ein intensiveres Verlangen danach. Oh yeah. Feuerflut. Die werde ich euch auch noch zeigen. Das ist der Zauber, von dem ich geredet habe, der nicht so knülle ist, wie ich dachte. Kornix ist ein alter Pyromant, der einige in Vergessen geratene Zauber wiederhergestellt haben soll, von denen dieser der bekannteste ist. Rat suchen. Das Wunder der verlorenen Seelen gewährt mehr Hilfe aus anderen Welten und offenbart Rufsymbole ohne Glut zu nutzen. Der Glaube ist der Wegweiser der Kleriker. Sie sollten eigentlich nicht auf Wissen aus zweiter Hand angewiesen sein. Wie dem auch sei. Dieses Wunder wurde von Seele an Seele weitergegeben und bietet den Verlorenen einen winzigen Funken Hoffnung. Und da geht der Staubsauger neben mir an. Leute, heute ist echt nicht der richtige Tag, ne? Ach du... Ekelhafter! Na. So, gut, jetzt sind wir in einer riesigen Halle. Was ideal ist, um den Cut zu setzen. Okay, den versuchen wir noch. Oh Gott. Zu töten. Gab's den nicht auch in der. Was macht er da?
Egal. Backstab. Oh, viel hat er ja nicht, ne? Viel kannst du nicht, Kollege. Ah ja. Oh nein. Aua. Oh, was? Ah, ist trotzdem tot. Gibst du was? Ach, du Sau. Gut, gucken wir uns noch gerade den Raum hier an. Und ich muss den Part beenden, der Staubsauger wird zu leid. Bevor der nachher noch im Let's Play mit drin ist. Ah, Gott. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein von Dark Souls 3. Ciao, ciao, euer Phoenix.